Einen wunderschönen guten Abend. Klang wie ein Ara. Ich weiß gar nicht, ich rappe auch so ein bisschen. Man nennt es Rappen. Slam tue ich auch, man nennt es Slam, aber ich finde nicht, dass ich da irgendwo. Ich würde das nicht so betiteln. Das ist, ab und zu habe ich dann halt immer so eine Emotion in mir im Bauch, die dann irgendwie ausgequatscht werden will. Bevor ich dann irgendwie mit zu viel Gewicht durch die Gegend renne, spucke ich dann sowas auf Zettel. Und das klingt dann ungefähr so. Das ist eher so ein ironischer Text übers Rappen. Mein Style greift deinem Style unter die Arme und das im Sinne von Mutter Teresa. Stell keine Fragen, ich sitze auf dem Mähdrescher und rolle über deine Phrasen, denn so minder bemittelten Kindern wie dir helfe ich gerne. Das liegt an meinem Faible für die christliche Nächstenliebe und Wärme. Der Grund, warum ich gezeugt wurde, liegt über 2000 Jahre verborgen in der Erde, vom Sande begraben. Im Grunde bin ich ein Rätsel, für die meisten red ich in Hieroglyphen und beweg mich zyklisch in diesem Leben, getarnt als Türke. Ich infiltriere die Gesellschaft und studiere den Verfall der Werte. Gemessen an meiner Latte befindet sich der Typus Mensch im Endstadion seiner Blüte. Meine Güte findet halt in meinen Werken. Ich hab mitunter Züge, die alles Existente gefährden. Ich lüge. Und das so gut, dass ich mir alles abkaufe. Ich hab nichts für euch übrig. Ich bin nicht zynisch, ich zieh nur den Galgen enger. Bin eher ziemlich penibel und häng dich an Kleinigkeiten auf. Junge, lauf von der Bühne und übe. Darf ich mich vorstellen, der weltbesteste Rapper, mein Name ist Bülent. Ich bin so hirnrissig, selbst der Teufel zitiert meine Verse rückwärts und tätowiert sie auf Salman Rushdie seine Stirnmitte. Wer bitte von euch Motherlovern endet gerne als Futter für Zierfische? Vier Flüsse fließen in den Vorgarten dieser Großhirnrinde und entwickelt eine irre mehrschichtige Versdichte. Der perverseste, gegenwärtige und entbehrliche weltbesteste Rapper brettet über mehrere Köpfe und zerschmettert mit verheerender Wirkung von einer Kernschmelze deine beiden Gehirnhälften zu kleinen, nicht wahrnehmbaren Fragmenten. Der nächste Text heißt Stift und Form und geht ungefähr so. Jetzt suche ich gerade den Anfang. Datei verloren. Einen Moment. Ah, ungefähr so. Ich sitze mit Stift und forme, setze und ordne, Gedanken schätze und sporne mich weiterhin, um nicht zu vergessen von dem, was ich sehe. Ich schaue weiter nach vorne, das Leben zerrt an meinen Nerven und fordert noch mehr Wissen, um es zu absorbieren und bohrt dann schon an verschiedenen Quellen und versorgt die Hirnhälften mit Input und gibt die Info an die Hand, die mein Stift hält, die Welt, die mein Blick fängt, fängt mich wieder auf, wenn ich zu viel vor mich hindenk. Dann kurz, wenn ich mich hinsetze, entschweben Gedankenbilder der Seele. Ich lege den Stift beiseite und nehme den Pinsel und male dir ein Gemälde. Ich atme, denke, fühle, lebe und rede, gebe und nehme, liebe und hasse, suche den Frieden und lasse Gefühlslawinen, Emotionen beben, bis Masken und Fassaden zerbrechen und Lügen verblassen, um den Geist zu entlasten. Spalte ich Gedanken und lasse sie entflammen und lodern. Mein Herz schlägt wild um sich herum und pumpt. Blut durch meine Adern. Ich lass das Hadern, mach Getama und kein Drama, fass alles gelassen, passend zusammen, belassen im Rahmen dessen, was dein Verstand zu fassen vermag. Ich verschaff dir den Draht zu mehr Soul in einem klasse Format. Ich mach's gerne nochmal und lauf ständig inspiriert durch die Gegend und nimm alles ins Visier, was meine Aufmerksamkeit infiltriert. Auf dass du es begreifst, die mit Liebe diktierten Zeilen in der Symphonie des Geistes vereint, scheinen mehr zu beschreiben als die bloßen Worte, die aneinander gereiht sich reimen. Ich weiß, es scheint, als würde ich mir alles aus dem Ärmel schütteln, doch vergiss den Scheiß, der Junge hier klopft nicht kopflos, sprüche ich. Bilde die Brücke zwischen zu vieles Wissen und Bildungslücke. Dein Style ist mehr so, ich laufe auf Krücken, meins will den Leuten was vermitteln. Von mir aus darfst du mich ruhig gerne als einen der besten betiteln, der letzte aus dem Dorstener Viertel, der über die vier Viertel hinwegschlittert und immer noch etwas Passendes findet, um dich zu entzücken. Kurz mal überlegen. Die Leute sagen, Bülent, du bist so frisch, und den meisten einfach überlegen. Eine Minute. Und jetzt was ganz Schnelles.
Wenn ihr noch mehr wollt, sagt mir Bescheid. Ich schreibe ein paar Zeilen, teile meine Zeit, dein Rhyme, meine Barslow, wieder mal und erwarte den Beisein. Wieder erwarten, ist Stage mit dem Beat in der Fazit. Bist du wieder klar, siehst alle wieder back mit der Basis, Downs und Bouncen, alle wieder Platten kaufen, wo die Tracks wieder losen. Keine brennt mit CDs und bremst mir den Weg, ich will rennen dem Season, renn meinen Weg lang. Zu den Normen von den Leuten, die es hören wollen. Offen für den Shit mit dem Kopf, wenn der Nicken betroffen, mit dem Blick, den Kopf, wenn der Schütteln, wenn der Müll wieder läuft und Leute verseucht und gelegt, ich Zeug, ich leg mich ein Zeug überzeugt mit dem Mic und der Zeugresonanz mit dem Zeug, was ich schreibe. Oh, tut mir leid, wenn du denkst, das ist bei und ich dachte nicht, dass so viele hören, du Platz zur Neid und zeigst, wie ein Depp geht, wenn Hass ihn treibt, das dreht sich nur ganz allein um. Vom Biss ist eine kleine Verbickel, die nicht wissen, meine Platte zu dicken, ich gebe mir F-I-C-K. Danke.